So, auf geht's nach Wien oder am Rande von Wien besser gesagt, nach Alt-Lenkbach zur Sitzung des ÖFB für die Akademien. Es kommt ab nächstes Jahr in Österreich eine neue Akademiestufe, die Akademiestufe 2, wo viele traditionelle und Traditionsmannschaften dabei sein werden. Und ja, jetzt hören wir sich mal die ganzen Auflagen an und dann schauen wir, ob wir das mit der Austria stemmen können ab nächster Saison. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es ganz gut hinbekommen werden. Und ich halte dich auf alle Fälle diesbezüglich am Laufen. So, ich nehme euch heute mit in meine tägliche Arbeit, und zwar sind wir aktuell dabei, den Lizenzierungsantrag für ein neues Nachwuchszentrum des ÖFB, das ist quasi ein Gütesiegel zu sehen, die Anforderungen mal transparent zu gestalten. Aber eins mal ganz kurz vorweg, worum geht es eigentlich? Und zwar, in Österreich gibt es ja ein geschlossenes, oder gab es bis jetzt ein geschlossenes Akademiesystem, wo aktuell 13 Vereine mit dabei sind, die bekannten Rapid, Austria, Sturm Graz und so weiter. Sind da mit dabei, und dieses Akademiesystem war in sich geschlossen, weshalb der ÖFB speziell in den letzten Jahren immer wieder sehr viel Kritik bekommen hat, warum das System nicht ähnlich wie in Deutschland angepasst ist oder andere Länder, wo einfach mehrere Vereine die Chance haben sollen, da dementsprechend auch mitzuspielen. Austria Klagenfurt hat mit dem Aufstieg in die Bundesliga die Chance genützt, hier in der Akademie mitzuspielen. Es gab einige Auflagen, die schier unscheinbar gewirkt hatten, aber Austria Klagenfurt hat es dann geschafft. Sie mussten dann aufgrund der Statuten in die Liga mit aufgenommen werden. Jetzt wird damit 13 Mannschaften gespielt. Den Ganzen wurde ein Regel vorgeschoben, und es werden auch die Mannschaften, die Teilnehmermannschaften auf eine bestimmte Anzahl heruntergebrochen. Damit ich mir jetzt nicht zu sehr in Details verliere, ist es so, es gibt noch andere Vereine, die sehr ambitioniert und sehr gut arbeiten. Einer davon ist zum Beispiel der KRK. Auch ein Traditionsverein, der einen großen Hauptaugenmerk auf den Nachwuchs legt. Die haben ebenfalls die Lizenz bereits bekommen. Wo die jetzt mitspielen werden, steht noch in den Sternen, also das ist noch selber unklar, obwohl schon ab dieses Jahr im Sommer gespielt werden soll. Was ich jetzt absolut begrüße, ist auch den Werdegang, den der ÖFB jetzt eingeschlagen hat, hier ein Expertenteam zu installieren, die einen Evaluierungsprozess durchführen, um zu schauen, wie viele Interessenten gibt es eigentlich, die auf den Leistungsfußball Wert legen würde, und welche Vereine würden es antun, die Lizenzanforderungen zu stemmen. Mehr Kosten, höhere Lizenzanforderungen an die Trainer, mehr Personal, generell mehr Aufwand. Gerade in der heutigen Zeit, wo das Geld immer weniger wird und das Marketingbudget erstmals das erste ist, das gestrichen wird von großen Firmen, wer tut es an? Also mit hat es geheißen, in der Präsentation, es werden rund 28 Plätze vergeben. Und ja, mein großes Ziel ist natürlich im Sinne des Sportvereins Austria Salzburg, hier diese 28 Plätze als Nachwuchszentrum, das ist quasi die Stufe 2, wenn man das so sehen kann in der Akademie, zu bekommen. Was würde das bedeuten für das Bundesland Salzburg, aber auch für den Verein? Also eins mal vorweg, im Bundesland Salzburg gibt es ja einen großen Player im europäischen Markt, die sitzen in Liefering, das weiß jeder. Und dann gibt es eigentlich die nächste Möglichkeit, in der Akademie zu spielen oder in einem Nahrungsleistungszentrum, ist dann in Ried, oder wenn man weiterfahrt nach Linz, Graz und dann natürlich St. Pölten, Wien und so weiter, sind die ganzen anderen Vereine ansässig oder Landesverbände, die eben die Akademie führen. Unser großes Ziel des Austria Salzburg muss es sein, die Talente von Salzburg Stadt und Salzburg Land oder von der näheren Region, sei es in Bayern, Oberösterreich, zu sammeln und auch dementsprechend auch in Form einer Ausbildung dementsprechend die Chance zu geben, nicht nur für die Austria zu spielen, aber eine Ausbildungsmöglichkeit. Man muss sich das so vorstellen, das Ganze ist eine Berufsausbildung. Ja, das Ziel ist natürlich, früher oder später hauptberuflich Fußballer zu werden. Es werden nicht alle schaffen, so viel muss klar sein, aber es kann nicht sein, dass Spieler aus dem Salzburger Raum in andere Bundesländer abwandern müssen, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Manche wollen nicht in Liefering spielen, manche können nicht in Liefering spielen, und das ist eine nicht beunträchtliche Zahl, die ja da dementsprechend anfällt. Und wir aus der Salzburg sagen klipp und klar, diese Top-Talente wollen wir haben, wir wollen sie entwickeln, wir wollen sie ausbilden, und dementsprechend auch für unsere erste Mannschaft die Spieler vorzubereiten. Natürlich kann es oder wird es auch hoffentlich Spieler geben, die für höhere Aufgaben bestimmt sind. Aktuell spielt ja unsere Austria in der dritthöchsten Spielklasse, und wenn wir einen Spieler haben, der es in der direkten ersten Mannschaft schafft, in der ersten Liga, dann natürlich sofort. Also wir arbeiten im Interesse der Kinder, der Jugendlichen, und das muss auch soweit klar sein.
Ja, wer entscheidet das? Wie geht es jetzt weiter? Und zwar die Anforderungen seitens des ÖFB sind jetzt klar definiert. Und jetzt geht es einfach darum, mein Job ist es jetzt, diese Anforderungen klar und transparent aufzuarbeiten, auch mit einem wirtschaftlichen Konzept, wie kann das Ganze finanziert werden, wo ist es möglich von der Infrastruktur her. Und dann wird der Vorstand eine Entscheidung treffen, ob wir diesen Lizenzantrag, der bis zum 1. März abzugeben ist, abgeben werden oder nicht. Und ja, ich hoffe natürlich schon, dass wir das im Sinne und Interesse unserer Talente machen werden, aber auch für das gesamte Bundesland Salzburg verschiebt sich die gesamte Talentförderung zum Positiven natürlich. Und demher werde ich Vollgas geben und dementsprechend ja, mit den richtigen Personen an meiner Seite oder an unserer Seite so zu arbeiten, dass das Projekt so aufgearbeitet werden kann, dass wir nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen, sondern weit über die Mindestanforderungen sind. Plus, dass wir dementsprechend natürlich auch nachhaltig Spieler ja, in der Bundesliga bald wieder sehen werden von Austria Salzburg. Das ist mein großes Ziel, der große Wunsch. Und ja, mein Job ist es jetzt die nächsten Tage hart daran zu arbeiten, Gespräche zu führen mit etwaigen Trainern. Das Trainerpersonal muss natürlich erweitert werden. Die Lizenzen sind wesentlich höher angesetzt als im klassischen Nahrungsbereich. Das heißt, U18, U16 bräuchte die UEFA-Lizenz plus die UEFA-Junioren-Lizenz, Elite-Junioren-Lizenz, Physiotherapeut, Masseur, Mentaltrainer, Kraftraum, viele, viele infrastrukturelle Anforderungen. Und das ist eben mein Job jetzt die nächsten Tage, nächsten Wochen, das so hinzubekommen, dass Austria Salzburg endlich wieder auch im Nachwuchsbereich überregional spielen darf. Das war es jetzt zuvorst einmal mit dem Einblick. Ich wollte euch jetzt ein bisschen was erzählen, darf allerdings noch nicht zu viel erzählen. Wir wurden auch gebeten, das einigermaßen verdeckt zu halten, was Details betrifft, seitens des ÖFB, aber auch seitens des Vereins. Wir haben natürlich die Sachen zuerst mit dem Vorstand besprochen, bevor es in die Öffentlichkeit geht. Ja, wie auch immer, wenn du dranbleiben willst, dann nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dabei sein und ich halte am Laufen wie die nächsten Wochen um oder ausschalten. In diesem Sinne, halt die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.